jetzt abfahren. So, da bin ich wieder. Heute geht es weiter. Ich hoffe nicht so chaotisch wie das letzte Mal. Ich bin, glaube ich, in Fauske und werde nach Setermoen fahren, zur Firma Freya. Alt und Stoff 4 Tonnen. Oh, wieder falscher Knopf gedrückt. So. Aber ich merke, dass ich da die Achse nicht. Liftachse. LKW. Ja. Die dritte Achse brauche ich jetzt nicht, weil nur 4 Tonnen, Freunde. Ich habe es ja gesagt, Reifen sparen. Ich hoffe, euch geht es gut. Wir haben schon Mittwoch und schöne Landschaften hier in Norwegen. Nichts Neues. So. Sehr viel Landstraßen. Ist auch schön so, ja. Man genießt die Fahrt. Bisschen frische Luft, damit der Kopf klar wird. Ja. Ich weiß gar nicht, ich habe nicht nachgeschaut, Freunde, wo ich das letzte Mal angekommen bin. Ich hoffe, es war Fauske. Ich weiß nicht, oder Bodo. War auch in der Werkstatt. Hab mir andere Lichter am E-Main montiert. Aber das Problem hier in Norwegen, es wird einfach nicht dunkel. Ja. Auch in der Nacht. Nicht genug dunkel, sagen wir mal so. Ist egal. Irgendwo wird man es schon sehen. Ja, wie geht es euch? Ich hoffe gut. Denen, die es nicht so gut geht, wünsche ich gute Besserung. Alles Gute. So, wieso? Totwinkel. Ja, egal. Vielleicht wird das auch irgendwann mal gefixt. Stört mich nicht so. Also rechts meine ich im Spiegel. Ich habe mir heute den E-Main in Real Life angeschaut. Das sieht wirklich so aus wie hier im Spiel auch. Alles vorne der Grill. Ja, schöner Lamborghini, hä? Macht noch Selfies von sich, ja. Für TikTok oder Instagram sehr wahrscheinlich ein bisschen posen, ja. Apropos Foto, ey.
Muss ich auch machen, Leute. Ja, habe ich total vergessen. Ich brauche auch ein Foto. Ah. Muss noch ein Thumbnail machen. Ich bin mir am Überlegen, wo ich als nächstes fahren werde. Vielleicht könnt ihr mir einen Tipp geben. Schreibt es unten in den Kommentaren. Jetzt bin ich noch in Norwegen unterwegs. Ganz schön aus hier. Es sieht ganz schön aus, Freunde. Ja, ich weiß, ich schaue viel zu viel links und rechts. Muss mich auf die Straße konzentrieren. Der fährt vorsichtig, da gibt's was. Straßenreparaturen. Auch wenn man möchte, kann man hier nicht 80 fahren. Sehr wahrscheinlich kommt jetzt bald diese Nachricht. Unser Kunde erwartet die Lieferung. Ja. Hey. Hallo? Ich werde versuchen, diesen LKW zu überholen. Ich muss das machen. Irgendwas stimmt nicht mit dem. So. Sobald ich eine gute Übersicht habe auf die Straße, werde ich überholen. Jetzt? Nein. Ah. Oh Mann. 60. Und 40. Okay. Was ist da? Feuerwehrübung? Nein. Ah nein, ist Unfall. Hä? Muss ich mit der Fähre fahren? Wieso das denn? Es wurde mir aber nicht angezeigt. Okay. Ich schau mal, ob ich eine neue Route finde. Wieso muss ich jetzt mit der Fähre fahren? So, halbe Stunde Pause, Freunde. Es geht gleich los. Ich war noch nie hier, also das ist neu hier, Promotz. Ich weiß nicht. Boah. Ich liebe es, so zu fahren. Macht den Kopf frei, Freunde, richtig entspannen. Da kommt noch die Polizei. Ich wollte nur
Retarded testen, Freunde. So, was sind das für Autos hier? Der holt ganz schön aus hier. Das muss ich nicht mehr mit meinem Brückenzug. Die Brücke fährt schön mit. B6 steht da überall. B6, man kann es nicht verpassen. Was war das? Hä? Habe ich da eine Kuh gehört? So. Schön am Meer entlang. Der Ritate ist jetzt Bissico. Man merkt es auch. Hinter mir die Feuerwehr. Ich hoffe, es ist nichts Schlimmes passiert. Ich weiß nicht. Hätten sie hier einen Einsatz im DS2? Ja, das machbar ist. Dass sie dich dann überholen und ja, schneller fahren, überholen. Zu der Unfallstelle. Fahren, ja. Keine Ahnung. Ich habe da Wünsche. Hey. Aber mein einziger Wunsch ist immer noch nicht in Erfüllung gegangen. Das heißt, dass ich hier Türe aufmachen kann, raussteigen. Ja, die Abfahrtskontrolle mache und so. Und dann wieder einsteige, Türe zu oder sowas. Das geht noch nicht, leider. Irgendwann, 20 Jahren vielleicht. Gibt so viele Spiele, wo man die Türe aufmacht, dann sieht man das Männchen, wie es raussteigt. Dann kannst du mit dem rumlaufen. Aber hier in ETS2 geht das anscheinend nicht. Ja. So. Was haben wir hier? Hallo. Ja, was soll dieser Gesichtsausdruck? Hallo? Oh, ich muss mich auf die Straße konzentrieren. Schauen darf man. Mhm. So. Es ist rot. Behaupte. Ja, der neue MAN gefällt mir immer mehr und mehr. Das haben sie richtig gut gemacht.
Kein Wunder, dass sie sich so viel Zeit gelassen haben. Sie wollten alles perfekt machen. Und es gibt ja schon Mods. Ich habe einen für so ein bisschen Luxusinterieur. Ja. Und außen. Auch. Das gibt's auch. Habe ich auch da was gemacht. Schöne Brücke hier. So sieht mein LKW jetzt aus. Die Front und so. Es ist nicht standardmäßig. Oh. Aber auch ohne diese Mods im Originalzustand sieht der E-Mine wirklich sehr, sehr, sehr gut aus. Auch der Motorsound. Ich habe jetzt noch einen Sound von Maxi 2012 drin. Maut bezahlt. Okay. Am Kreisverkehr die erste Ausfahrt nehmen. So, da sind wir. Jetzt abfahren. Nicht. Da sind wir noch nicht, Freunde. Ich habe noch etwas mehr als 50 Kilometer. Das sollte auch noch die E6 sein. Ich sehe es aber nirgends. Ist ganz in den Norden. Ich weiß nicht, ob ich nach Spitzbergen fahren soll. Dort gibt es Schnee sehr wahrscheinlich. War ich auch schon lange nicht mehr. Ja. Es ist schön sonnig. 24 Grad draußen. Schaut euch das an, diese Aussicht, die Berge. Finnmark, okay, Troms und Finnmark. Macht er auch Fotos hier? Ist ja wahrscheinlich ein Tourist mit dem Wohnwagen. Ich werde keine Fotos mehr machen. Ja, Leute, ich bin fasziniert. Ich bin richtig fasziniert von der Gegend hier. In Norwegen. Ja. Unfall. Okay, wo ist die Feuerwehr, wenn man sie braucht? Was ist hier eine Baustelle? Okay. Muss hier. Nee. Ich hoffe jetzt nicht, dass ich da rückwärts
reinfahren muss. Aber es sieht nicht so. Ja, ich versuch's mal so. Ah, hat geklappt. Okay. Hm. Glück gehabt wieder. So, Freunde. Das war's für heute. Ich würde sagen, danke, dass ihr mein Video angeschaut habt. Wünsche euch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Das heißt, am Freitag. Wir haben heute Mittwoch, den 31.05. Und ich werde jeden zweiten Tag hier mein Story machen, ja. Nur damit ihr Bescheid wisst. Also, alles Gute und bis zum nächsten Mal. Euer Basar. Tschüss.